Liebe Studierende, liebe Frau Büchner-Fuchs, in unserer multimodalen Präsentation sprechen wir über die Prozesstheorie des Unterrichts von Lothar Klingberg. Ziel ist es, das Verhältnis von Lehrenden und Lernenden im Unterrichtsprozess zu klären. Das Lehren und Lernen ergeben für ihn einen didaktisch inszenierten Vermittlungs- und Aneignungsprozess. Aufgabe der Theorie ist es, einen Rahmen zur Analyse und Gestaltung dieses Prozesses zu schaffen. In unserer multimodalen Präsentation wird der oben genannte Rahmen in drei Schritten skizziert. Erstens Dialektik des Lehrens und Lernens, zweitens Prozesskomponenten des Unterrichts und drittens Unterrichtsmethoden. An dieser Übersicht können Sie sich während des WhatsApp-Verlaufs orientieren. Für Fragen stehen wir gerne am Ende der Präsentation zur Verfügung. Los geht's! Ich habe mich mit der Dialektik von Klingberg beschäftigt. Für ihn besteht Unterricht aus Lehren und Lernen. Diese sind auf dialektische Art miteinander verbunden. Bedeutet das auch, dass das Unterrichtsprozess selbst dialektisch ist? Ganz genau. Die Aufgaben der Lehrperson und das Lernen der Schüler und Schülerinnen ergänzen sich nicht immer optimal, sodass es zu Konflikten während des Unterrichts kommt. Diese stören den Unterricht aber nicht, ganz im Gegenteil. Der Lehr-Lern-Prozess wird dadurch erst richtig in Schwung gebracht und am Laufen gehalten. Die Führung und Eigeninitiative spielen in der Prozessdialektik ebenfalls eine große Rolle. Könnt ihr euch vorstellen, was damit gemeint ist? Damit ist gemeint, dass die führende Position der Lehrperson und der Wille zur Eigenständigkeit der Schüler und Schülerinnen im Unterricht einen Widerspruch ergeben. Dieser Widerspruch kann aber nicht einfach gelöst werden, sondern muss immer wieder ausgefochten werden. Das wiederum bildet die treibende Kraft, um den Unterrichtsprozess weiterzuentwickeln. Diese Triebkräfte werden dann sichtbar, wenn die Lehrperson die führende Rolle abgibt und die Schüler und Schülerinnen das Zepter übernehmen. Hast du ein praxisbezogenes Beispiel? Die lernende Person spricht im Unterricht über das Thema Demenz und die gesammelten Erfahrungen, die während der Arbeit erworben wurden. Schwappt die Begeisterung für das Thema nun auf die Klasse über, bringen die Schüler und Schülerinnen Vorschläge zur weiteren Bearbeitung des Themas ein. An diesem Punkt sollte die Lehrperson den Schülern und Schülerinnen die führende Rolle übertragen. Interessant. Nun wird es etwas verständlicher für mich. Vielen Dank. Auch ich habe recherchiert und kann euch etwas über die Prozesskomponenten des Unterrichts erzählen. Super, leg sofort los. In der DDR wurden Unterrichtsprozesse mit einem Begriffsschema erfasst. Vier dazugehörige Begriffe, die in einem Zusammenhang stehen, sind Inhalt, Ziel, Methode und Organisation. Das klingt ziemlich kompliziert. Kannst du das besser veranschaulichen, Elena? Die oben genannten Begriffe bilden eine Verbindung zueinander, eine sogenannte Relation. Im Bild kann man das gut erkennen. Die Begriffe sind mir fremd. Kannst du sie mir kurz erläutern? Ja, klar. Ziel ist es, eine beabsichtigte, vorausplanende Entwicklung und Veränderung des Kindes im Sinne des sozialistischen Menschenbildes. Die Erziehung spielt dabei eine große Rolle und soll zielgerichtete und planmäßige Einwirkung auf die Entwicklung von jungen Menschen haben. Und was hat es mit dem Inhalt auf sich? Inhalt liefert eine sachliche Informationsgrundlage und ist der Gegenstand der Aneignung für das Erreichen des Ziels. Auch ist es das entscheidende Mittel der Persönlichkeitsentwicklung im Unterricht. Zum letzten Begriff kann ich Folgendes sagen. Organisation beinhaltet zwei Sachverhalte. Erstens äußere Bedingungen, zweitens Organisation von Lehr- und Lernmethoden. Mein Fazit, der Stoff wird vom Ziel bestimmt und Ziel und Inhalt bestimmen Methode und Organisation. Wahnsinnig spannend, Elena. Nun kommen wir zur letzten Einheit. Alle noch wach? Auch ich war nicht untätig und habe mich über die Komponenten des Unterrichtsprozesses informiert. Der Ansatz von Klingberg kann mit drei wesentlichen Aussagen skizziert werden. Die dialektische Einheit von Lehr- und Lernmethoden, die dialektische Einheit von äußerer und innerer Seite der Unterrichtsmethode und die dialektische Einheit der methodischen und inhaltlichen Konstituierung des Unterrichts. Könntest du uns die Aussagen näher erklären, Valeria?
Fangen wir bei der dialektischen Einheit von Lehr- und Lehrmethoden an. Die Vermittlungsaufgaben der Lehrperson sind dreifach unterteilt. Erstens, die Lehrperson vermittelt den Prozess der Aneignung. Zweitens, die Lehrperson vermittelt Kenntnisse, Einsichten und die Methodenkompetenz. Und drittens, die Lehrperson bildet die Individualität der Schüler und Schülerinnen aus. Bedeutet das, dass die Art und Weise, wie die Lehrperson Aufgaben vermittelt und erfüllt, sich auf die Art und Weise auswirkt, wie die Schülerinnen und Schüler lernen? Genau, Schüler und Schülerinnen können sich nur das aneignen, was angemessen und gut vermittelt wird. Hast du ein Beispiel für uns? Klar. Maskenpflicht im Unterricht frontal autoritär durchgenommen wird, ohne dass die Schüler und Schülerinnen auch nur ansatzweise erfahren haben, was Mitbestimmen heißen könnte, werden nicht nur die Ziele der Stunde verfehlt, auch der Unterricht und der soziale Austausch verlieren jede Stimmigkeit. Kommen wir zur Erklärung des zweiten Punktes. Elena, erinnerst du dich noch daran, welcher das war? Das müsste die dialektische Einheit von äußerer und innerer Seite der Unterrichtsmethode gewesen sein, oder? Gut aufgepasst. Methoden haben eine innere und eine äußere Seite, die dialektisch miteinander verknüpft sind. Die innere Seite der Methode erschließt sich durch den methodischen Gang des Unterrichts. Was versteht man unter dem methodischen Gang? Der methodische Gang erfasst die Stimmigkeit und Folgerichtigkeit der Unterrichtsschritte. Er wird durch unterschiedliche Komponenten geprägt. Erstens Funktionalität der Unterrichtsschritte, zweitens das Verfahren und drittens die Präsentationsform. Klingeberg schreibt, für den methodischen Gang keine strikte Abfolge einzelner Unterrichtsschritte vor. Klingeberg fordert ein Funktionsmodell. Das Denken in Funktionen sichert einen höheren Realitätsbezug und bietet mehr Flexibilität bei der Planung und Durchführung des Unterrichts. Vielen Dank für die Recherche, Elena. Kommen wir zum letzten Ansatzpunkt von Klingberg. Zur Erinnerung, der Punkt lautet wie folgt. Die dialektische Einheit der methodischen und inhaltlichen Konstituierung des Unterrichts. Klingberg hat Strukturtheorie des Unterrichts ergänzt, indem er die Kategorien und Relationen der Didaktik theoretisch stimmig aufeinander bezogen hat. An dieser Stelle möchte ich ein Bild zur Veranschaulichung beifügen. Lehren ist die Ausgangskategorie jeder logischen Analyse von Unterricht. Weil das Lehren ohne Lernen Unfug wäre, ergibt sich als erste abgeleitete Relation die Lehren-Lernen-Relation. Weil aber das Lehren rein logisch einen Lerninhalt und das Lernen rein logisch eine Methode erfordert, kommt sofort eine zweite Grundrelation hinzu, die Inhalt-Methode-Relation. Ihr habt es fast geschafft. Wagen wir noch einen Blick in die Gegenwart. Elena, übernimmst du? Klingbergs Forderungen sind auch heute aktuell und haben nicht an Wichtigkeit verloren. Wir werden uns weiterhin intensiv darum bemühen müssen, jeden einzelnen Schüler und jede einzelne Schülerin mit den jeweiligen Stärken und Schwächen, mit den Interessen und Fantasien ernst zu nehmen und bestmöglich zu fördern. Nun stehen wir euch für Fragen zur Verfügung. Bis gleich.